Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Final Fantasy 14. Ja, fängt ja schon gut an. Ihr werdet euch natürlich jetzt wahrscheinlich schon fragen, warum wir heute mit einem anderen Charakter, beziehungsweise ich spiele. Und ja, ich kann euch so viel dazu sagen, das hat mit Square Enix zu tun und auch der Punkt, dass ich mir meine Videos selber angeschaut habe und festgestellt habe, dass die Videos doch sehr langweilig sind. Ja, und jetzt habe ich mich eben entschieden dafür, mit einem Stufe 19 Waldelf weiterzumachen. Ich habe in meinen letzten Videos im Grunde die Rundsteuerung, sag ich mal, erklärt. Und jetzt möchte ich in dem Sinne einen ziemlich großen Schritt wagen und von einem, vor allem einen Klassenwechsel machen, also von einem Nahkämpfer auf einen Fernkämpfer, also auf einen Jäger. Und dieser Stufensprung, es hat einfach damit zu tun, ich habe mir meine Videos angeschaut, ich fand sie langweilig, ich denke mal, dass es vielen anderen auch ergangen ist. Ich habe mich jetzt eben dafür entschieden, auf einem japanischen Server zu spielen, da man hier auch meistens sofort reinkommt, es leckt nicht so sehr wie auf europäischen und amerikanischen Servern. Und ja, deswegen werden wir also hier weitermachen. Ja, was gibt es zu sagen? Im Grunde hat sich also nicht, ich sag mal, nicht viel getan in diesen Stufen, kann man also wirklich so sagen, weil mit Stufe 20 ist es im Grunde nichts, weil man kann sagen, es tut sich einfach nur darum, um seine Klassenquests zu machen, und ein paar Quests, die einen durch die Anfangsgebiete bringen, und mit Stufe 15 kann man dann eben ins erste Dungeon, also in die erste Instanz. Und dann kommen eben ein paar weitere hinzu. Wir haben also hier die Tantara, Sastasha und Copper Mines. Also hier die Kupferglockenmine, genau. Und die Kupferglockenmine ist die Instanz, die wir hoffentlich heute betreten werden. Also, das heißt, ich werde versuchen, in diese Instanz reinzukommen. Das heißt, ich werde mich jetzt auch direkt hier anmelden, weil unsere Hauptquest, sag ich mal, uns dort hinführt. Ich habe gesehen, wir können in dieser Auswahl können wir also mehrere Instanzen auswählen, wo wir eben hin möchten. Und ich habe eben ausgewählt nur die Kupfer, also die Kupferglockenmine, und habe mich dafür jetzt eben angemeldet. Ich bin mal gespannt, wie lange wir warten müssen. Das heißt also keine Durchschnittswartezeit, also wir müssen noch wahrscheinlich etwas warten einfach. Und in dieser Zeit werden wir also einfach mal weiter questen. Ich kann einmal kurz auf den Stand bringen. Ihr seht, ich habe nicht sehr viele Quests. Ich habe eine Stufe 3 Quest gerade angenommen, die werde ich natürlich wieder abbrechen. Und wir haben hier in Uldar eigentlich unsere Hauptaufgabe, unsere Main Quest Reihe, und die heißt eben, dass wir in die Kupferglockenmine gehen sollen, um dort die Kupferglockenmine zu erobern. Ja, diese Quest können wir natürlich nicht machen, solange wir nicht reinkommen in den Dungeon, und müssen eben warten. Deswegen werde ich hier also die Quest Farbenlehre weitermachen. Und ich habe jetzt schon gerade vorhin versucht, bevor ich aufgenommen habe, angefangen habe zu aufnehmen. Ja, ich habe heute wieder ein tolles Deutsch drauf. Versucht, eine Karaffe Orangensaft aufzutreiben, aber ich sage jetzt einfach mal zu blöd dafür. Weil ich einfach keinen Händler, nicht einmal bei den Gourmets, einen Händler finde, der mir diese Karaffe verkauft.
Verzeihung, ich muss peinlicherweise dazu sagen, ich habe natürlich schon einen anderen Charakter, den ich privat, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, hochsuchte. Und mit dem bin ich also schon Stufe 31 mittlerweile, glaube ich. Und ja, wieder so viele M's. Nee. Und mit dem hatte ich diese Karaffe Orangensaft von einem anderen Spieler aus meinem Kontaktkreis geschickt bekommen. Das heißt, weil ich einfach nachgefragt hatte und der hat die mir einfach per Post zugeschickt. Und jetzt bin ich eben auf der Suche nach einem Händler. Der soll angeblich hier in Uldar, in dieser Stadt eben, irgendwo sein. Aber ich weiß einfach leider nicht, wo. Also ich bin auch schon die ganze Zeit am Suchen. Ja. Okay, hier können wir nicht rein. Ja, ich hoffe natürlich, dass das jetzt für viele so in Ordnung ist. Es geht halt einfach um mehrere Punkte, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Serverüberfüllung, Überlastung, man kann nicht einloggen, es leckt. Es leckt stark, sagen wir es mal so. Hier leckt es zwar auch ein bisschen, liegt auch an meinem Internet. Ja. Aber normale Pings sind bei mir also 30. Das heißt, also das müsste normalerweise vollkommen in Ordnung sein. Aber da halt die Server hier so stark überlastet sind, ist es einfach trotz alledem schwierig, lagfrei zu spielen. Ja, Stufe 19 sind natürlich auch ein paar Fähigkeiten dazu gekommen, das ist euch bestimmt schon aufgefallen. 1 ist ein normaler Angriff, 2 ist ein Angriff, der mir die kritische Trefferchance erhöht, 3 ist ein vergifteter Schuss, also der vergiftet den Gegner mal Schaden über Zeit, 4 ist ein ganz normaler Angriffsschuss mit aber dem Vorteil, er ist nicht Global Cooldown abhängig. Also man kann die 1 einsetzen und sofort auch die 4. Nicht, normalerweise hat man ja einen 1 Sekunden Global Cooldown, das heißt man setzt die 1 ein, muss eine Sekunde warten, bis man die 2 einsetzen kann, wieder eine Sekunde warten, bis man die 3 einsetzen kann. Davon ist eben dieser 4, das ist der Aderlass, eben nicht betroffen. Und man kann sofort diese Attacke machen. Ist natürlich in manchen Situationen sehr von Vorteil. So, ich hoffe, ich finde jetzt dann endlich mal eine Händlerin, sag ich mal, die mir eine Karaffe mit Farbstoff, wollte ich schon fast sagen, verkauft. Nee, eine Karaffe mit Orangensaft. Aber die hier verkauft leider nur Farbstoffe. Ja, also ich werde da wahrscheinlich noch lange, lange suchen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt eine Köchin gefunden. Schauen wir mal. Orangensaft. Ich fasse es nicht. Ich hoffe, das ist auch der richtige, weil es heißt Karaffe mit Orangensaft. Und ja, ein Teil des Festes ist eben abgeschlossen. Wir müssen den Orangensaft jetzt zu ihm bringen. Also hier im westlichen Tanalan, in der Bucht des Abendsterns, und der ist in der Nähe von Horizont. Genau. Das ist die Frage, um das Ganze zu etwas zu verschnellen. Ja, versteht schon, was ich meine, werde ich jetzt einfach wieder einen Teleport einsetzen. Der kostet zwar nur. Ja, man will ja was sehen. Ja. Was kann man jetzt hier sagen? Ja, es sind einfach Gebiete, die ich hier eben erkundet habe. Also ich habe hier nicht gequestet, weil als Waldläufer fängt man eben in Redania an, also im Tiefenwald, Nordwald, Ostwald, Südwald und so weiter da oben. Aber irgendwann führt einen diese Questreihe auf jeden Fall hierher, beziehungsweise auf jeden Fall mal zur Kupferglockenmine. Und da es unvermeidbar ist, dorthin zu reisen, um dann diese Instanz, also im Dungeon Browser, Inhaltssuche drin zu haben, muss man also dort einmal hinreisen. So wie früher bei World of Warcraft. Ich nehme halt immer gerne das Beispiel. Und ja,
Hab das also erkundet und habe dann hier noch eine fröhliche Rundreise gemacht in diesem Gebiet und bin jetzt eben auf dem Weg hier in die Bucht des Abendsterns. So viel ich das so mitbekommen habe jetzt, ist es anscheinend immer so, dass man hier in der Nähe hergeleitet wird, glaube ich, weil hier das Sonnenwind ist. Also ich war hier komischerweise mit zwei Charakteren schon zweimal, also mit jedem Charakter halt einmal. Und das ist so die Anfangsquest, wo man sich dann, also hier geht's dann los, wo man sich dann für eine der drei Stadtstaaten eben entscheiden soll. Ja, Karaffe übergeben. Und das bewirkt also dann, dass man in dieser Stadt dann der Legion beitritt und da kann man sich dann die Chocobo-Lizenz holen, also dass man reiten kann. Also wirklich verschiedene interessante Sachen und eben auch Aufträge wie beispielsweise verschiedene Sachen abliefern oder verschiedene Gegner töten oder was herstellen dafür. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um dann dort in den Rängen aufzusteigen, um bei der Legion Geld zu machen. Mit dem Geld kann man dann eben Chocobo-Lizenz kaufen. Und so weiter und so weiter. Also es ist sehr, ja, wie soll ich das sagen, sehr komplex gehalten. So, ich habe jetzt hier so die Karaffe abgegeben und habe jetzt eben gerade das Kommando Färben erlernt und das kann ich euch gleich zeigen. Muss ich sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe hier so einen schönen Mantel an und keine Hose. Naja, soll ja kein Porno werden. Nee. Wir haben hier jetzt also knochenweißer Farbstoff, eisblauer Farbstoff und wo ist er? Hier blutrot, oder? Nee, rosarot, genau. Und den können wir jetzt halt hier, also ich mache jetzt einfach mal knochenweiß. Rechtsklick einmal auf Färben und ich mache mir die Schuhe, mache ich mir jetzt. Genau, dann geht das hier eben auf, dieses Fensterchen. Dann kann man sich hier die Farbe aussuchen. Wir haben hier rot, rosarot oder eben gelb, knochenweiß, grün, nee, blau haben wir noch, genau. Ja, und blau. Punkt. So, ich kann mir jetzt also hier blaue Schuhe machen. Ja, man hat es ein bisschen gesehen, hoffentlich. Es hat sich so ein hellblau daraus ergeben. Dann können wir uns eben den Hut noch machen. Den mache ich jetzt einfach mal rosa-rot. Naja. Natürlich Geschmackssache. Und den Lendenschurz, nein, den mache ich jetzt mal nicht rot. Ich mache ihn einfach mal knochenweiß. Ja, okay. Jetzt wird es langsam wirklich zum Porno. Nee. Die Brust, also diesen Umhang, diesen hübschen, den ich da anhabe, kann ich anscheinend leider nicht färben. Ich weiß auch noch nicht ganz warum. Moment, Ausrüstung. Ach, das liegt daran, weil ich das Ausrüstungsset hier noch ausgewählt habe. Also wir können hier Arsenal. Nee, es hat sich leider nicht Ausrüstung. Ja. Ausgerüstet. Okay, dann Taille, Kopf, Beine, Rumpf, Hände. Nee, irgendwie doch. Baumwoll, Wappen, nein. Vollstrecker, Gambeson. Habe ich nicht. Okay, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man das Ding nicht färben kann. Ah, okay. So. Hier haben wir unsere allergischen Bronzestücke. Ich häufe die einfach an, um sie später zu verkaufen. Also man hat ja bei verschiedenen Quests die Möglichkeit, entweder Items auszuwählen oder eben man wählt diese Bruchstücke aus, weil Ausrüstungsgegenstände wenig Geld geben, also die haben nur 5 bis 10 Gil, zumindest diese kleinen Sachen, sag ich mal,
geben das gerade mal. Und deswegen kann man sagen, wenn ich hier also schon einen guten Gegenstand zum Beispiel aus einem Dungeon habe, dann kann ich das eben so ein Bruchstück nehmen und später verkaufen. Ja. Ich bin hier also gerade auch ein bisschen verplant. Ich werde jetzt einfach mal, also hier oben brauche ich noch gar nicht hingehen, zu hoch von der Stufe her. Ich werde jetzt einfach mal nach Horizont mit dem Chocobo Verleiher zurückreiten, also 1 Minute 15 Gil. Und ja, ich hoffe, dass wir in dieser Folge noch in den Dungeon reinkommen. Aber ich bin guter Dinge, obwohl hier jetzt natürlich steht Durchschnittswartezeit 25 Minuten. Und ja, ich möchte an dieser Stelle direkt sagen, ich werde direkt im Anschluss, also bei 20 Minuten sozusagen, ein Videobreak machen und werde ohne neue Moderation, also beziehungsweise Abmoderation, neue Anmoderation direkt weitermachen. Das heißt, dieses Video endet, Schnitt, und im nächsten Video geht es dann am selben Punkt weiter, weil ich leider nicht weiß, wie lange der Upload meiner Videos dauert bei dieser schlechten Leitung. Ja, bin ich ja selber schuld dran. Nee. Also auch wenn es im Dungeon dann zu weit wäre, sage ich mal, selbst dann würde ich natürlich weitermachen. Ich würde die Zeit jetzt hier, die ich verbraucht habe, nicht verschenken. Ja, wir hätten uns für Gildengeheiße auch noch anmelden können. Problem daran ist schon zu wenig, also 1500 Routine finde ich rentiert sich nicht und über Stufe 17 auch nicht mehr. Und für Unkrautwesen bin ich leider noch zu low. Also das heißt, das funktioniert hier also noch nicht. Hier hätten wir auch noch Freibriefe. Ich glaube aber nicht, dass wir welche annehmen können. Doch könnten wir, die sind aber alle für Stufe 10 und von daher eben auch uninteressant. Ja. So. Was haben wir denn hier noch? Freibriefe der Vatorne-Hütte. Vatorne-Hütte, irgendwie sowas. Funktioniert im Ostwald, so wie ich das sehe. Ich schau mal ganz kurz. Finsterwald, Ostwald. Ja, und zwar an der Jagdhütte Torness. Genau. Und im Grunde würde ich da hin. Ich weiß nur leider nicht, ob ich nach der Kupferglockenmine dann wieder nochmal zum Eingang muss. Zur Kupferglockenmine. Weil. Ja, weil ich es nicht weiß, ob ich das nochmal machen muss. Ich, ja, wie gesagt, verzeiht mir einfach, wenn ich einfach mal total verplant bin oder einfach nur dummes Geschwätz rüberbringe. Ich bin ja noch dabei zu lernen. Und ja, es ist leider nicht so einfach, alles gleichzeitig zu machen und nebenbei noch schlau daherzureden. Nee, ich werde jetzt mich in den Ostwald wieder teleportieren. Ich glaube, ich habe da einen Teleportpunkt. Das müsste, ja genau, die Jagdhütte sein, kostet 464 Gil. Aber bevor ich jetzt hier nur dumm rumstehe und dummes Gelabere mache, teleportiere ich mich dorthin und queste dort weiter. Da ich auch nur ein Mensch bin und ich mir das noch nicht so krass zu Herzen nehme, krass kann ich das überhaupt sagen, werde ich hier also auch zwischendrin mal was trinken oder werde mir wie jetzt eine Zigarette anzünden, weil ich mir einfach sage, ich mache mir da überhaupt nicht so den großen Stress. So. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, sag ich mal. Ich wünsche natürlich auch